Oh Leute, willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic Heroes 6. Wie ihr vielleicht gesehen habt, wenn ich es reingeschnitten habe oder auch nicht, ich habe die Aufnahme nebenbei laufen lassen, hat es doch irgendwie geklappt, dass wir jetzt mittlerweile die vierte Festung haben. In der natürlich wieder nicht alles gekauft werden kann, das heißt, es gibt keine Engel. Aber das ist ja nicht schlimm, ich freue mich, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Wir speichern an dieser Stelle mal unter Test, denn das Ganze ist ein Test. Und laufen hier mal weiter. Eine Aussichtsplattform, die uns Übersicht darüber gibt, dass hier noch Festungen sind, die wir irgendwie holen müssen. Ansonsten kommt er wieder angeschissen. Und hier wird wahrscheinlich eines der letzten Dörfer sein, das wir noch brauchen. Angst habe ich nur, wenn die wirklich alle konvertiert sind, ob dann das da aufgeht und dann die Dämonen-Kultisten kommen. Dann haben wir ein Problem. Okay, mal wieder zurück in die Festung. Wir brauchen die neuen Leute. Legionen des Hasses sind noch unterwegs. Und die Dämonenkultisten bewegen sich auch. Sehr schön, wir haben Engel. Drei Stück. Und hier bei... Nee, nicht hier. Auf jeden Fall bei Valeska oben. Dort warten noch mehr. Das ist die einzige Festung, in der wir zurzeit Engel bekommen. Und die sollten wir dann dementsprechend auch irgendwann mal holen. Speicher lieber nochmal im Test. Und dann hol dir diese Festung. Hat er schon mal einen Punkt, an dem er sich nicht mehr hinporten kann. Jetzt kommt er von oben links. Wie hat er das denn gemacht? Jedite. Gut, lade nochmal. Den Test. Denn wir stehen ja noch an der Festung. Okay, ich hoffe, der Kampf wird trivial. Das wäre wünschenswert. Wir haben relativ gute Leute dabei. Das ist okay. Ja. Porte du dich bitte mal hier hin. Dann gucken wir mal oben links. Und du kaufst bitte gleich in der nächsten Runde die Engel und bringst sie ihm. Gut, er scheint sich im Moment nicht supporten, nicht kommen zu wollen. Das ist super für mich. Ich brauche Kristalle. Bin total nervös. Wir haben die drei Engel. Hui, für Charlie. Ach, die brauche ich gar nicht. Mist. Da muss ich irgendwann konvertieren. Gut, du portest dich jetzt zu Anton. Gibst ihm die Leute. Wir speichern nochmal, dass wir sie haben. Unter LP03. Den Test möchte ich erstmal bestehen lassen. Und dann laufen wir hier hoch. Und dann kommt er von da. Wie hat er das denn gemacht? Siehste, gut, dass wir geladen, gespeichert haben unter LP03. Oh, es ist ein Hin und Her, Leute, das gefällt mir nicht. Der wird sich jetzt immer hin und her porten. Und uns damit aufhalten, wenn wir Jedite nicht kaputt machen. Haben wir hier keine Ruhe. Muss sowieso mal gucken, wie mächtig er eigentlich ist. Hast du jetzt die Engel schon? Ja, sechs Stück. Dann lassen wir hier erstmal eine Runde vergehen, dann kommt er unten angelaufen. Genau. Dann erst porten wir uns zu ihm. Wichtig ist nur, dass wir nicht aus der Festung rauslaufen. Nehmen noch die Leute mit. Und es wird bescheiden.
Denn er hat einige Teufel dabei. Er hat sich weggeportet, okay. So, du portest dich bitte auch wieder hier hin. Hier könnten wir noch Leute holen. Ne, da ist noch eine Mine, deswegen. Ja. Wir speichern wieder unter... Wo ist der Test? Da. Test speichern. Festung holen. Die Festung muss doch gleich nebenan sein, oder was? Oh, jetzt reicht's mir aber. Nee, ist richtig. Test laden. Immer dieses Hin und Her. Ich hasse es! Mist! Außerdem brauche ich magische Verteidigung. Ihm gegenüber ist das sehr, sehr wichtig. Ich muss mal gucken, wie viel wir im Allgemeinen haben. Mit Anton. Vielleicht hat Valeska ja mehr. Dann könnte sie besser gegen ihn kämpfen. 19. 19 ist aber auch nicht schlecht. Das heißt, hier irgendwo muss die letzte Festung sein, wenn er von hier kommt. Oh. Er greift mich sogar an. Okay. Zaubern Blitzstrahl auf die Succubi. Dann holst du dir die Molochs. Du belebst bitte... Ja, die Schützen wieder. Du machst einen Sturzangriff auf diese Parteien. Du wartest. Okay, die Lilims wären weg, aber ich gehe erstmal auf die da. Denn den Rest machen unsere Greifen. Du heilst ebenfalls. 18, 5. Ja, den kriegen wir. Wenn der Greif jetzt runterkommt, haben wir ganz viele weg. Sehr gut. Wir durch als Lurch. Zaubern. Phönix beschwören dorthin. Sehr schön. Im Kampf hat er nicht ganz so viel zu sagen. Das sieht also gut aus. Schütz mal bitte die Heilpuppies. Und dann haust du die da bitte. Ja, sehr gut. Kümmert euch um die Phönixe, das ist perfekt. Wunderbar, die sind schon mal weg. Ihr seid die Nächsten. Du heilst wieder unsere Leute hoch. Möglichst die, die am meisten verloren haben. Die Teufel werden echt nervig. Wir
Komm nicht ran, es ist zum Heulen. Ich kann auch nicht zaubern. Stunde des Gerichts. Außerdem bitte die Greifen schützen. Du kannst nicht mehr heilen, denn geh dorthin. Du gehst aus dem Weg. Oh, ich hasse zaubernde Typen. Ich hasse sie einfach nur. So, auf den Teufel. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist krass, was da auf uns zukommt an Wellen. Das ist nicht auszuhalten. Aber von hier kommt er. Das heißt, diese Festung, wenn wir die haben, dann ist Ruhe. Wir müssen nur 10 Teufel besiegen. 3 sind schon mal weg. Vier. Sind auch noch aufgestufte Teufel. Das mag ich gar nicht. Abwarten. Sturzflug. Gut, du heilst erstmal. 3 von 3. 11 von 11. 3 von 3. Wenn das die letzte Festung ist, dann ist das gut. Sehr schön. In jeder Runde verlieren wir jetzt Leute, da müssen wir durch. Normalangriff. Sehr gut. Das gefällt mir. Schütz dich. Ach. Heilung auf die da. Sehe ich das richtig? 68 Molochs? Nein. Es ist nicht wahr. Reinigendes Licht, gleißende Glorie. Sengendes Licht, die ausgewählte Feindeinheit leidet so und so viel Schaden. Greift die Feindeinheit an und verharrt dort. Das brauche ich. Ich hoffe ja immer noch, dass danach alles vorbei ist. Dass wir dann endlich Ruhe haben. Können wir wieder zaubern? Ja, Blitzstrahl. Auf ihn. Gut.